Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einem, ja, neuen Angezockt-Video, und zwar bei Predator Hunting Grounds. Ich weiß nicht, wie das Spielgenre genau heißt, aber ich vergleiche es mal mit Freitag der 13. oder Dead by Daylight. Und zwar, es gibt einen Killer, in dem Fall sind wir natürlich der Predator, und wir kämpfen gegen 4 Marines. In diesem Video werden wir mal ein, zwei Runden mit den Marines spielen. Eine Testrunde habe ich schon gemacht. Und die Musik machen wir hier nur etwas leiser, weil die Predator-Musik kommt auch vor und die ist wichtig. Ja. Dann sage ich mal, schnelles Spiel. Ja, wir haben keine Vorliebe. Wir machen trotzdem erstmal Feuerteam. Dauert bis zur Minute. Und dann machen wir hier mal einen Cut und sehen uns gleich wieder, wenn das Spiel losgeht. Wir legen eine Drogenoperation nach der anderen im Gebiet lahm, aber die sprießen weiter wie Pilze aus dem Boden. Solange wir keine bessere, langfristigere Lösung haben, bleibt uns nichts anderes übrig, als weiter zu kämpfen und so viele davon auszuschalten, wie wir können. Und da kommt ihr ins Spiel. Wir machen hier eine Drogenrazzia. Am Anfang kann man entscheiden zwischen drei Punkten, habt ihr ja gerade gesehen. Und ich glaube, die Musik muss ich doch noch leiser machen. Ach, wie im Film. So, ich kenne mich hier nicht aus. Zeus hier. Begebt euch zum Lager hier und bereitet euch auf den Angriff vor. Ich laufe den Hansel mal hinterher. Unterwegs treffen wir auf, wie gesagt, Menschen. Wir haben ja unser Auftrag hier. Wir wissen ja nichts von den, was uns hier so erwartet. Der Cheftechniker. Schaltet ihn aus und nehmt seine Schlüssel an euch. So einer. Hä? Bin ich blind? Ich glaube, das waren alle. Dann immer die Gebäude durchsuchen, weil. Ah, meine Maus spinnt. Der perfekte Ort für ein Drogenlabor. Liegen manchmal so Sachen, die man einsammeln kann. Oh, ob das Gras ist? Hm. Aber ich finde hier nichts. Es gibt Kisten mit Waffen. Wenn man weiß, wo es ist, da ist was. Klasse. Nehmt alles mit, was ihr findet. Mach ich. Hier irgendwelche. Keine Ahnung. Nimm's mal mit. Nichts Außergewöhnliches hier. Aber macht ein paar Fotos für die Unterlagen. Wir haben alles. Fackelt den Rest ab. Ups. Und sorgt dafür, dass nichts mehr zu retten sein. Oh, scheiße. Predator. Alter, du Sack. Alter. Kleines Arschloch. Die Leute lenken uns ab und er greift an. Der war nicht blöd. Wo ist er? Alle Feinde neutralisiert. So ein Sack, Alter, der auch schön aus dem Hinterhalt. Da ist er wieder.
Was war das? Ah ja, Mist, man kann ja irgendwie diese Punkte setzen, stimmt. Ich hab's vergessen, wie. Okay. Mit E macht man das. Jetzt, wir spielen zusammen mit Leuten, die in der PlayStation spielen. Feindlicher Kontakt wieder. Scheiße. Alter! So, wir sind leicht verwundet. Oh, von wo kam der wieder? So, Punkt gesetzt. Ist er irgendwo hingeflüchtet? Kann natürlich überall sein. Scheiße, der ist hier irgendwo. Der muss entweder zurückgelaufen sein an uns, oder an uns vorbei. Oh, hier ist das Blut. Was können wir damit machen? Okay, wir kriegen 15 Punkte dafür. Cool. Ich habe mich mit seinem Blut eingeschmiert. Wir sind voll hart, Mann. Wir schmieren uns mit Predatorblut ein. Bin ich dadurch ein bisschen getarnt. Weil am Rand des Monitors ist irgendwie jetzt ein bisschen Dreck. Aber wir haben ihn schon gut ein Mittel gegeben. Verbrennt sie. So, wir verbrennen hier gar nichts. Oh! So ein Wichser! Nein! Der Wichser! Scheiße! Jetzt schlachtet er ja alles ab. Feuerteammitglied gefallen. Ja, wir haben nur noch einen. Das ist der letzte Mann. So ein Blondie. Aber wir haben ihn echt schon einen gut mitgegeben, den Predator. Aber man hört ihn sogar. Kann das sein, hat er einen schwereren Gang? Oh ja. Der hat eine geile Schrotflinte, den will ich auch haben. Alter, hüpft ja. Ja, wir haben erfolgreich verloren. Es ist da drüben. Ja, man kann noch aufgehoben werden. Aber der Typ ist knallhart, da haben wir keine Chance gehabt. Hört ihr mich? Udo! Das war ein Satz mit X. Aber Level 4. Hurra! So, Match endet, ja. Der Jäger war gut. Ich habe 7 Kills. Ich habe die meisten Punkte. Ich bin als erstes gestorben. Ich bin ein Held. So. Wenn wir jetzt zurück im Menü sind... Man hat ja seine Währung und es gibt hier Waffenkoffer. Kann man wohl kaufen. Man kriegt sie auch gratis wahrscheinlich dazu am Anfang.
Ich weiß aber nicht, ob man das später mit Echtgeld kaufen kann. Habe ich noch, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich habe überhaupt noch keinen Waffenkoffer aufgemacht. Wir machen das einfach mal. Kriegsbemalung. Habe ich jetzt alles oder muss ich das so auswählen? Okay, haben wir alles. Ja, gut. Waffenmethanmuster. Kann ich mit leben. Schrotflinte. Kann ich auch mitleben. Da war sogar zwei. Oder ist es einfach nur der Skin? Nee, ist Design. Oh, schade. Die kann man anstatt, das ist die MP7, die kann man anstatt der Pistole nehmen. Ich glaube 20 Schuss oder so. Ganz gut. Das können wir hier anpassen. Den habe ich noch nicht gespielt. Zurzeit, ja. Und für Marine. Schau mal ganz kurz. Ich mach doch die Musik doch noch ein bisschen leiser. Ach, die Waffen leveln wir auch. Aha. Was haben wir noch so? Scharfschützengewehr? Aber ich glaube, das macht keinen Sinn, ne? Wie viel Schuss hat er denn? Ach komm, wir nehmen das Scharfschützengewehr. Und die Schrotflinte. Ah, Nahkampfwaffe haben wir auch. Die habe ich noch gar nicht benutzt. Genau, hier gibt es noch Spezialsachen. Wir haben zurzeit nur was zum Heilen und Granaten. Können wir aussehen? Oh, warte mal. Wir konnten... Achso, ich dachte, wir könnten hier vielleicht die Waffenskins nehmen. Körper 1, Körper 2. Achso, Mann und Frau kann man am Anfang nur machen. Das ist schön. Aha, wenn man nackig ist, ist man ein Elite-Soldat. Was haben wir denn hier für Tarnsachen? Hätte man ja schon gedacht, was kaufen, weil ich hätte gerne ein anderes Gesicht oder Kriegsbemalung oder... Ah, hier Kopf. Ein bisschen wenig Haare. Könnte mal ein bisschen mehr sein. Was haben wir noch? Accessoires, Brillen, Hut. Oh, ein Hut. Ja. Sieht ganz nett aus. Aber dafür haben wir noch zu wenig Money. Die Brillen sind ja auch teuer. Oh, so eine Pilotenbrille geht immer. Ui. Ich war selber ein Predator. Ja, wenn man mit mehreren Leuten spielt und alle gleich aussehen, sieht das, ist natürlich scheiße. Warte mal, ich wollte noch mal eine Sache ändern. Wir nehmen mal eine Frau. Wir haben eine Scharfschützin. Oh, das ist natürlich... Sowas ist natürlich geil. So ein MG. Vorteile haben wir bisher. Oh, Action erhält. Was ist das? Erhöht die Genauigkeit beim Feuern ohne zu zielen. Was haben wir hier? Aufschlitzer. Erhöhter Schaden gegen KI. Dicke Haut wäre gut. Oh, habe ich schon? Okay. Kann man da mehrere Sachen nehmen? Ach, wir nehmen erstmal das, was wir haben. Schade. So. Was können wir bei der Frau machen? Haben wir da noch ein bisschen mehr Haare?
Oh, Gesichtsbemalung. Habe ich das vorhin übersehen bei den Herren? Ah. Gesichtsbemalung finde ich sehr wichtig. Lassen wir mal kurz weg. Kopf, was haben wir denn? Haare. Willst du mich veräppeln? Na gut, die Frauen tragen Dutt, das finde ich eigentlich sinnvoll. Vielleicht werden wir verschont vom Predator, wenn wir die einzige Frau sind. Schmeißen wir schnell unsere Waffe hin. Dann bringt er uns nicht um. So. Ach komm, bei den Predatoren gucken wir auch schon mal rein, oder? Nee, das spielen wir uns. Das gehen wir mal. Lassen wir mal. So. Dann gehe ich nochmal auf schnelles Spiel, Feuerteam, und ich mache mal hier wieder einen Cut. Bis gleich. So. Spieler sind vollzählig. Um herauszufinden, wohin die Drogen transportiert werden und wer sie kauft, müssen wir das Drogennetzwerk in Echtzeit überwachen. Ihr bekommt falsche Drogenpäckchen mit GPS-Peilsendern. Tauscht sie aus und zieht euch dann schnellstens wieder zurück. Mhm. Haben hier ein sehr erfahrenes Team, ne? Aber alles PlayStation-Spieler schon wieder. Ja, das sind wir. Ach, die Kerle werden alle sterben. Wir werden als Einzige überleben. Frauenpower, ihr Wichser. Oh, der hat einen Granatwerfer. Okay, der wird überleben. Wo du einst 10 Schuss. Begebt euch zu den folgenden Koordinaten. Oh, hier ist Matsch. Oh, wir können uns einmatschen. Habe ich gar nicht gesehen. Hinter uns. Wie viele von diesen Typen gibt es? Nicht genug. Oh, hat sein Ärmchen verloren. Brauche ich nicht, aber cool, dass ihr es gesagt habt. Ach, oben war links war einer. So, wo ist er? Das ist eine geheime Operation. Ups. Abzug. Keine Zeugen. Wir haben Eindringlinge im Gebiet. Schießt auf alles, das sich bewegt. In deren Punkt geht's gerade ab. Die werden lassen. Oh shit. Ich treffe hier gar nichts mit einem Scheißgewehr hier. Und kommen wir mal hier runter. Irgendwo einer ist hier um die Ecke. Oh, hier liegt was. Ah, er kommt gleich. Gut, den haben wir. Modo 1, haltet euch bereit. Einer der Gefahrensensoren hat ausgeschlagen. Es besteht keine Gefahr, aber die Zusammensetzung ist besorgniserregend. Sucht nach der Quelle, aber seid vorsichtig. Analysiert die Probe. Geräte solltet ihr dort finden. Ich tarne mich. Er tarnt sich, ist ja hervorragend.
ist das denn? Moment! Nehmen wir eine Probe mit? Cool. Die Drohnen haben Feinde gesichtet, die unterwegs sind. Oh, das hört sich nicht gut an. Hä? Was siehst du, was ich nicht sehe? Wo sind die Leute? Genau, verfickte Scheiße. Wo sind die Leute, Mann? Ich sehe nix. Ich liebe die Schrotflinte. Oh. Was war das denn gerade? Das hörte sich doch an wie mein Freund, hä? Scheiße. Zu wenig Heilung, eindeutig. Die Messungen zufolge ist der Stoff extrem explosiv. Keine Ahnung, ob sie wissen, was sie da haben, aber sie dürfen es nicht behalten. Die Techniker haben sich ein Neutralisierungsgebisch überlegt. Die Einkaufsliste schicken wir euch gerade. Aha. Ja. In Ordnung. Offensichtlich. Also, die Techniker meinen, dass ihr die Bestandteile in den Analysator geben könnt. Ja, habe ich euch schon ge... Was? Aha. Ja, das haben sie schon. Und können sie das kombinieren? Okay. Kippt das Neutralisierungsgemisch in die Fenster. Scheiße. Dann sollte es stabilisiert sein. Was zum Teufel war das? Alter, man hört ihn, aber man sieht ihn nicht. Verstärkung ist auf dem Weg. Kann ich mich auch matschen? Hoffentlich klappt das. Scheiße. Relativ der Stoff ist also nach wie vor. Alter, spawnt er einfach hinter mir, der Wichser. Das alles besser in die Luft jagen. Wollt mich doch nur matschen. Das ist nicht gut. Der hat mich. Können wir weg hier? Feind gesichtet! Ist einer von mir oder was? Wow! Das war's! Ihr habt euch euren Feierabend verdient! Kommt nach Hause! Das ist der Predator! Yo! Sie sind in einem Zwischenfall mit einer außerirdischen Lebensform verwickelt. Wir übernehmen. Schützen Sie den Leichnam, bis wir hier sind. Wir werden Sie die Leichen mitnehmen. Welche Zuständigkeit haben? Feind markiert! Cool. Okay. Müssen uns mal heilen. Headshots. Headshots. Ey, der lebt immer noch. Bin gleich da, Voodoo. Halte durch. Ist falsche Waffe.
Achso, die wollen jetzt den einsammeln und uns wegnehmen, ne? Alter! Einige oberflächliche Verletzungen, aber nichts Gravierendes. Gute Arbeit. Konfrontation ist unterwegs. Jetzt haben alle überlebt. Tja, schicke Rüstung, aber kann nicht töten, ne? Das lief ja hervorragend. Das war ein gutes Team. Weil ich glaube, der wollte sich hinterm Baum heilen. Ich glaube, der hätte erstmal wegrennen sollen. Weil ich bin ja extra hinterm Baum gerannt. Weil meine Kollegen waren ja links und ich hätte ihn dann gern von hinten genommen. Aber da war er ja schon tot. Der Gute. Aber ich glaube, wir machen noch mal eine Runde. Wir machen noch eine Runde. Haben einen Waffenkoffer, da gucken wir gleich mal rein. Was wir hier kriegen hier. Sesam, öffne dich. Ja, irgendwelche Skins. Also ich könnte eher mit Sachen irgendwie Kriegsbemalung oder sonst irgendwas anfangen, aber... Die muss man ja hier für teuer Ingame-Geld einkaufen. Ich hab keinen Bock drauf. Können wir hier vielleicht doch mal was nehmen? Effizienz. Erhalte mehr Erfahrung. Ist mir nicht so wichtig. Erhöht die Anzahl von Ausrüstungsverwendungen. Oh, hier geht's noch mehr. Ah, hier sind noch welche gesperrt. Geschickt, erhöhtes Interaktionstempo, verlängert die Zeit zum Ausbluten. Komm, nehmen wir auch mit. Und wir haben ja maximal 9 Punkte, dann nehmen wir nochmal Prepper für mehr Munition. Die Schrot macht einen guten Job. Kann, oh, man kann die modifizieren. Oh, das ist super, das ist... Modifizieren ist wichtig. Hier können wir das Design noch ändern. Theoretisch. Oh ja, hier. Wir nehmen Waldhahn. Und ein Visier. Das wäre natürlich erste Sahne. Zwar ein kleines, aber das sowas finde ich gut. Hm. Bin ich hingekommen? Scheiße. Was habe ich gemacht? Wie habe ich das gemacht? Ja, Schrotflinte. Die haben wir. Ah, hier. Oh, modifizieren, du Horst. Ein Visier? Nee, oder? Komm, hau mal dran. Designer. Wir haben auf jeden Fall Schrotflintendesign. Das ist blau, ja. Blau ist der Hammer. Anthrazitis. Ist ungewöhnlich, ja. Na komm. Ich habe auch schon mal mit ein paar Leuten, das erste Spiel war auch gleich so eine Kasper-Runde. Da haben die irgendwelche kunterbunten Masken getragen. Das finde ich ein bisschen, das passt nicht ins Setting rein. Das muss alles militärisch sein. Passt. So. Komm. Dann machen wir wieder einen Cut und sehen uns gleich. So, endlich geht's weiter. Bei euch war es ein kurzer Meldungen Schnitt, für mich war es ein bisschen länger. Die vergifteten Vieh haben eine Drogenschmuggeloperation zutage gebracht, in der Schweine als Kuriere eingesetzt werden. Das Einführen der Drogen sorgt für den Krankheitsfall und die Drogen vergiften sowohl die Schweine als auch die Einwohner. Wir retten heute Leben, Voodoo. Vergiftete Nutztiere. Ja. Setzen wir uns doch mal für die Tiere ein hier. Wir spielen nur wieder mit PlayStation-Leuten zusammen. Das Spiel muss sich, glaube ich, auf der PlayStation sehr gut verkaufen.
Okay, ich bin nicht die einzige Frau. Aber ich werde überleben. Nehmen Klapper! Modo 1, hier ist Idioten. Zoll. Begebt euch zum Fischerdorf an den folgenden Koordinaten. Was ist da für ein Problem? Es ist schon mal scheiße, dass hier fast alle einzeln rumlaufen. Für den Predator ja super eigentlich. Weil ich glaube, beim Einzelnen immer wegschnappen ist es glaube ich am besten. Wenn man die Möglichkeit hat. Oh, hier ist was. Matsch. Oder... ja, Matsch. Da matschen wir uns mal schön ein, ne? Hier was zum Einsammeln. Kokain oder so. Das wäre hier irgendwas. Wir suchen nach toten Schweinen. Wir brauchen Beweise, dass die Guerillas Drogen mit Hilfe von Nutztieren schmuggeln. Die Beweise kann ich dir liefern. Okay, jetzt habe ich mich zu weit entfernt. Hier liegt auch noch was. Kommen wir hier runter? Passt in die ganze Action. Oben finden. Na toll. Keine einzige gefunden. Modo 1, seht in der Hütte des Schlachters nach. Vielleicht erfahren wir dort mehr. Oh! Feindkontakt! Feindkontakt! Feind! Ich bin weg. Hehehe! Wo ist er? Nein, das war falsche Waffe, Mist. Ich verrecke dir, es ist ein Dschungel. Ich helfe dir. Schulde dir was. Jederzeit. Ah, ich muss weg. Ich brauch G, ich muss mich heilen. Ist er im Wasser? Nein, okay. Haben wir unseren Kumpel gerettet? Yes, Baby. Du ekel Alien, du. Ja, schön. Ich markiere. Ich nehme sein Blut. So, schön grünes Alien-Pipi. Ah, warte mal. Zurück. Da war ein MG oder so, ne? Verschlossen? Schreib dein Funkgerät auf und lauscht mal mit. Nein, war kein MG. Schade, Papa hat sich geirrt. Fuck. Ein MG wäre so geil. Ich liebe MGs. Aber der... ich glaube, der hat mich den auch irgendwie retten lassen. Der ist ja gleich wieder zum Angriff übergekommen. Klingt, als ob ein Chirurg die Drogen in die Schweine implantiert. Ich versuche, seinen Standort zu ermitteln. Ah, sie kommen. Verstärkung ist auf dem Weg. Okay.
Jetzt wäre natürlich wahrscheinlich die Zeit, wie das der Predator angreift. Da ist er. Schaltet diese kranke Sau aus und nehmt seine Schlüssel. Oh, hinter mir oder so. Er lebt ja noch. Ich glaube, das waren alle. Magazinwechsel! Okay, jetzt müssen wir wieder einen Nahkampf machen auf V. So, jetzt sitzen wir hier alle auf dem Präsentierteller. Das ist natürlich scheiße. Wo müssen wir denn hin? Was müssen wir machen? Ich habe keine Ahnung gerade. Geil wäre noch, wenn das Gelände kaputt gehen kann. Also die Hütten kaputt geschossen werden können. Oder mit Explosionen so auch in die Luft fliegen können. Das wäre echt geil. Vielleicht geht das ja nicht. Ich habe es noch nicht getestet. Ja, ich nehme eine Pistole. Leg die gute Schrot weg und nimm eine Pistole. Ah, da wird es wahrscheinlich Matsch sein. Das ist ganz gut. Das nehmen wir. Oder auch nicht. Nix Matschi Matschi. Oh, ich höre ihn. Da. Hier drüben. Hängt der? Der hängt. Der hängt. Ich habe ihn getroffen. Der hängt. Das ist natürlich Pech. Das ist natürlich. Der trifft mich auch nicht. Ab jetzt wie Profis, Leute. Keine Anfänger. Check diese Koordinaten. Hä? Ach, hab ich. Okay. Ja, Feinde, genau. Ja, auf den Predator zu beschießen. Hinter mir? Über mir? Wo ist er denn? Hinter mir! Scheiße! Überfliege jetzt das Gebiet! Haltet die Stellung! Okay. Warum kann er nicht genug bleiben, wenn ich zurückkomme? Ihr killt hier hinter mir, ich nehme diese Seite. Hier. Ganz einfache Sache. Muss doch einfach klappen. Sehr gute Arbeit, Team. Das Exemplar ist in perfektem Zustand. Sie haben der Menschheit einen Dienst erwiesen. Ihr Bonus erwartet Sie. Yeah, wir haben's drauf, Baby. Es lebe die Menschheit. Ich habe jetzt 4 Spiele gespielt. Ich glaube, 3 aufgenommen mit euch zusammen und 1 davor. Und zweimal haben die Menschen gewonnen und zweimal die Predatoren. Der Predator hat jetzt einfach Pech gehabt, ne? Der hing jetzt irgendwie
zwischen dem Baum fest. Das ist natürlich scheiße für den Spieler und sehr ärgerlich, finde ich. Aber Glück für uns. Ja. Also das war jetzt das allererste Mal, dass ein Spieler, wo ich gesehen habe, dass der hängen geblieben ist. Ja, das finde ich natürlich unschön. Ja, aber ja, das Spiel ist relativ neu. Kam vor ein paar Tagen erst raus. Und es ging an mir komplett vorbei. Ich habe davon nichts mitgekriegt. Weißt du, ich bin einer... Ich lebe... Seit meiner Kindheit mag ich diese Viecher. Und ich krieg das nicht mit, dass so ein Spiel rauskommt. Da kann mir doch keiner erzählen. So, ich habe nämlich jetzt schon richtig Bock, nämlich den Predator zu spielen. Und ja, wenn das Video rauskommt, am nächsten Tag, am Folgetag, kommt dann das Angezockt 2 Video mit dem Predator raus. Dann werden wir, denke ich mal, auch 2-3 Runden spielen. Und ich hoffe, wir werden Spaß haben und Menschen töten. Ne? Also, wenn euch der Kanal gefällt oder das Video auch gefällt, dann kommentieren, abonnieren, alles Mögliche. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.